Es ist ein bisschen wie auf dem Parteitag vor 2 Jahren. Keiner hat mit mir auf der Bühne gerechnet. Aber so ist das manchmal. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Armin Laschet, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, lieber André Cooper, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mitglieder der Landesregierung, des Nordrhein-Westfälischen Landtages, des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments, frühere Ministerinnen und Minister, liebe Freundinnen und Freunde der CDU Nordrhein-Westfalen. Ich darf Ihnen natürlich die herzlichsten Wünsche und Grüße unserer Bundesvorsitzenden, Bundesministerin Annegret Kramp-Karrenbauer übermitteln, die das fest eingeplant hatte, heute hier nach Nordrhein-Westfalen, nach Bochum zu kommen. Sie hat, Armin Laschet hat es bereits erwähnt, aufgrund dringender Verpflichtungen in Berlin diesen Termin heute nicht wahrnehmen können. Und zu dem Fall Nawalny ist einiges gesagt worden. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass diese Erkenntnisse, die jetzt die Bundeswehr auch ermittelt hat, vollständig aufgeklärt werden müssen und dass wir dort eine Erklärung erwarten. Diese Erkenntnisse können nicht folgenlos bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich einige andere Punkte noch aus der Geschichte unserer Partei erwähnen. Ich denke beispielsweise, wenn man in der Chronik unserer Partei mal nachliest, an Anfang November im Jahre 2000. Die Modems, mit denen wir uns damals ins Internet eingewählt haben, vielleicht der ein oder andere hat noch dieses Piepsen im Ohr, wie die Modems damals funktionierten. Ein grässliches Geräusch, damit wählte man sich ja tatsächlich ein. Damals, Anfang November, führte eine Partei in Deutschland den ersten digitalen Parteitag durch. Die Mitglieder diskutierten, wann Kinder eine Fremdsprache erlernen sollen und ob man Abitur nach 12 oder besser nach 13 Jahren ablegt und ob Studiengebühren sinnvoll sind oder nicht. Der Name der Partei des ersten digitalen Parteitages, damals nach dem Parteienrecht, war juristisch nicht erlaubt, wie heute immer noch, aber der Name dieser Partei, das war die CDU. Und die Bundesvorsitzende war damals die damals noch frische Bundesvorsitzende Angela Merkel. Und ich denke an das Jahr 1985, und zwar Ende Februar. In Paris wurde damals die Situation des Waldes in Europa thematisiert. Man hat von Waldsterben gesprochen. Und dieses Problem wurde in den Élysée-Palast an den französischen Präsidenten Mitterrand vorgetragen. Und der deutsche Bundeskanzler schilderte sehr eindrucksvoll die Situation der Wälder in Europa und zeigte seine große Sorge mit viel Leidenschaft und viel Nachdruck. Die Gesprächspartner rollten aber nur die Augen. Der Name der Partei, die dieses Thema damals zum Thema machte, als gemeinsame Aufgabe auch in Europa, war die CDU. Ihr Vorsitzender damals Bundeskanzler Helmut Kohl. Und noch eine dritte Episode, die jedem von Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, ich will sie trotzdem erwähnen, das war Königswinter. Hotel auf dem Petersberg am 21. September, 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das Besatzungsstatut der Hohen Kommissare schränkte die deutsche Souveränität erheblich ein. Die Botschaft war ganz klar: Ihr gehört nicht so recht dazu zur westeuropäischen freien Welt. Der damalige Kanzler aber wollte mehr für sein Land. Er wollte Zukunft auf Augenhöhe, er wollte Mitsprache in einem westlichen Bündnis. Er machte einen Schritt auf diesen berühmten Teppich. Dieser Teppich war aber eigentlich in der Symbolik den Siegern vorbehalten. Der Name der Partei? CDU. Ihr Vorsitzender, damals Bundeskanzler Konrad Adenauer. Es sind wichtige Episoden, weil sie mehr sind als nur kleine Erzählungen, die irgendwo in einem Geschichtsbuch unserer Partei im Regal Staub fangen. Sie erzählen etwas darüber, weshalb wir so erfolgreich sind, weshalb alleine übrigens diese Bundeskanzler zusammen auf 45 Jahre in der Regierung kommen und auf fast 60 Jahre insgesamt zusammen als Parteivorsitzende. In unseren 75 Jahren haben wir immer wieder Unerwartetes und Visionäres vollbracht. Wir haben überrascht und wir haben als CDU begeistert und immer bewiesen, Zukunftsaufgaben anzugehen, das können wir. Und gleichzeitig sind wir aber auch, es klingt vielleicht langweilig, aber wir sind die pragmatischen Problemlöser. Weder bestaunen wir oder bewundern wir
Probleme, sondern wir fokussieren uns darauf, Probleme zu lösen. Und das übrigens, und das zeichnet uns auch aus als Partei, das ohne ideologische Scheuklappen. Probleme lösen, Krisen meistern, das liegt uns einfach. Die CDU war eben immer beides und das sind wir seit 75 Jahren. Und 1945, nach den Strecken des Zweiten Weltkrieges, lagen, Armin Laschet hat es angesprochen, die Städte in Trümmern und gerade auch hier in Bochum. Die Deutschen waren ein orientierungsloses Volk, ohne Ansehen in der Weltgemeinschaft. Hungersnot machte sich breit und die Menschen damals beobachteten den aufziehenden Kalten Krieg. Eine junge Bundesrepublik musste das Laufen lernen. Mehr noch, so suchte Orientierung und Halt in einer Welt, die sich völlig neu ordnete, ganz besonders in Europa. Adenauer gab sie ihr diesen Ordnung und diesen Halt. Als Präsident der Parlamentarischen Versammlung war er dabei, als das Grundgesetz erarbeitet wurde. Als Bundeskanzler baute er über fast eineinhalb Jahrzehnte ein neues Staatswesen auf mit seiner ganzen Verwaltung und den gesetzlichen Grundlagen. Und zugleich, und das zeichnete ihn aus, verlor er sich nicht im Klein-Klein der Exekutive des politischen Alltagsgeschäfts. Er glaubte weiterhin an eine Aussöhnung mit den früheren Feinden und arbeitete entschlossen darauf hin. Trotz des millionenfachen Leides auf allen Seiten. Er ließ sich trotz der Grausamkeiten, die im deutschen Namen begangen wurden, nicht davon abbringen, für die Aufnahme Deutschlands in der Gemeinschaft der freien Welt zu werben. Ich habe es bereits erwähnt. Und trotz des Zivilisationsbruches der Shoah hielt er daran fest, Vergebung und Freundschaft beim israelischen Volk zu suchen. Sein Blick ging immer über die Landesgrenzen hinweg und über den Tag hinaus. Und er fand Vergebung und er fand Freundschaft. Und deswegen schauen wir heute übrigens auch in dieser Krise, auch über die Grenzen unseres Landes. Und ich habe gerade den Oppositionspolitiker Nawalny genannt und ich nenne auch die Situation in Belarus. Ich habe vor zwei Wochen selbst die Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja getroffen und deswegen sage ich hier ganz klar und auch laut, Deutschland reklamiert für sich keinen Führungsanspruch in Europa. Aber wenn Menschen in der Welt, die für Frieden, Freiheit, freie Wahlen und Demokratie einstehen und von uns Unterstützung und die Übernahme von Verantwortung als großer Nation im Herzen unseres Kontinents erwarten, dann müssen wir auch als Deutsche dieser Verantwortung in Europa und in der Welt gerecht werden, meine Damen und Herren. Und diese visionäre Kraft auf der Grundlage einer klaren Haltung, auch übrigens des christlichen Menschenbildes natürlich, und das Angehen von sachlichen, aber komplexen Problemen, das zeichnet uns aus. Es hat Helmut Kohl ausgezeichnet und es zeichnet Angela Merkel aus. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für uns Christdemokraten und darauf können wir stolz sein. 75 Jahre CDU zeigen deshalb aus meiner Sicht, dass wir einen tiefen Drang haben, Verantwortung zu übernehmen. In der internationalen Politik, in unserem Einstehen für die europäische Gemeinschaft, genauso wie für die Probleme und Herausforderungen im Inland. Und Verantwortung ist für uns kein Selbstzweck, sondern Verantwortung wollen wir übernehmen, um zu gestalten, um zu regieren, um etwas besser zu machen. Besser als gestern und Dinge besser zu machen, als sie heute sind. Verantwortung bedeutet hierbei auch, dass wir uns nicht wegducken und schon gar nicht wegrennen, wenn es schwierig wird. Die Menschen vertrauen uns deshalb auch in dieser aktuellen Krise so sehr, weil wir entschlossen in Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland gemeinsam die Pandemie bekämpfen und alles gleichzeitig dafür tun, um über die Folgen zu sprechen, die das, was wir brauchen, um die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und die Menschen zu schützen, an Folgen nach sich zieht. Für die Familien, für die Gesellschaft und für unsere Wirtschaft. Um Arbeitsplätze zu sichern und den Menschen eine Perspektive zu geben. Und deswegen sage ich, es ist richtig, beides zu tun. Über den Gesundheitsschutz auf der einen Seite zu sprechen und gleichzeitig immer über die Folgen zu sprechen und klug abzuwägen, welchen Weg man geht, meine Damen und Herren. Und 75 Jahre zeigen zweitens, da gibt es eben diese visionäre Kraft,
Wir schauen eben nicht nur auf das Hier und Jetzt und auf den Status quo. Wir schauen darauf, was das Land braucht, um auch in den kommenden 10, 20, 30 Jahren erfolgreich zu sein. Und wir schauen darauf, wie wir mit klaren Vorstellungen auch anderen Orientierung geben können und Vertrauen stiften. Orientierung funktioniert aber nur, wenn man eben eine klare Haltung hat. Und diese klare Haltung haben wir als Christdemokraten mit dem christlichen Menschenbild, aber vor allem mit zwei Begriffen, die es in der deutschen Sprache gibt, die ich sehr passend für uns finde. Das ist Mut und Neugier. Mut braucht es, Entscheidungen zu treffen, die richtig und wichtig sind. Sie werden auch nicht dadurch falsch, wenn man damit Widerspruch hervorruft oder wenn Entscheidungen unpopulär sind oder Umfragen nicht dafür sprechen. Davon dürfen wir uns nicht abhängig machen, sondern von dem, nicht was populär, sondern was richtig ist. Und Neugier ist der Blick nach vorne. Er ist frei von Angst, denn Angst ist nie ein guter Ratgeber. Und auch nie Angst, den Status quo zu verlieren. Er ist aber auch nicht ein verklärter Blick zurück, wie es früher einmal war oder früher hätte einmal sein können. Gleichzeitig wägen wir ab, wie die Zukunft aussehen kann und was wir zu bedenken haben. Und ist das Neue wirklich besser als das Bestehende? Und daran messen wir, meine Damen und Herren, unsere Ideen, ob sie wirklich besser sind als das, was wir haben. Das ist unser Maßstab für das, wie wir Zukunft gestalten. Und diese Neugier und dieser Mut zeigen sich am besten in Nordrhein-Westfalen. Denn hier haben Neugier und Mut Tradition. Denken wir an das Apollo-Theater in Siegen, wo der evangelische Arbeitskreis gegründet wurde. Denken wir auch an das Düsseldorfer Ständehaus, wo die wirtschaftspolitischen Leitsätze formuliert wurden. Und denken wir an die Grugerhalle in Essen, die gleich zweimal Historisches erlebt hat. Da war der 33. Parteitag 1985. Dessen frauenpolitische Leitsätze damals sogar, ich sage das ganz bewusst in Anbetracht aktueller Diskussionen, damals Helmut Kohl zu den, Zitat, wichtigsten programmatischen Errungenschaften für unsere Partei zählte. Zitat Ende. Und dann war es 15 Jahre später ein ebenso unvergessener Parteitag, als Angela Merkel als erste weibliche Vorsitzende unserer Partei gewählt wurde. Und wir denken auch, Armin Laschet hat es erwähnt, an Karl Arnold, den ersten frei gewählten Ministerpräsidenten unseres Bundeslandes. Denken wir an Norbert Blüm, Gott hab ihn selig, der hier geprägt wurde durch das Land und die Menschen, was ihn zu einem unvergessenen Arbeits- und Sozialpolitiker machte. Und denken wir an die Frauen und Männer, die die Kölner Leitsätze geschrieben haben und damit zu den Gründungsmüttern und Vätern unserer christlich-demokratischen Union wurden. Ich darf zitieren, ein freies Volk soll wiedererstehen, dessen Grundgesetz die Achtung menschlicher Würde ist. Ein neues Deutschland soll geschaffen werden, das auf Recht und Frieden gegründet ist. Zitat Ende. Diese Kölner Leitsätze atmen die Verantwortung und die Verpflichtung, die Würde des Menschen und seine unveräußerlichen Rechte zu achten, zu schützen und zu verteidigen. Sie wurden zum fortwährenden auch moralischen Anker unserer CDU. Und wo wir in Verantwortung stehen und standen, da prägen diese Leitsätze unser Handeln. Die Verfasser dieser Leitsätze waren Katholiken und Protestanten, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Frauen und Männer, Jüngere und Ältere. Die Verfasser der Leitsätze legten alte Fäden bei. Armin Laschet hat es in seiner Rede bereits angesprochen, damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Neues Vertrauen, aus dem etwas erwachsen konnte, das größer war als der Einzelne. Aber seien wir ehrlich, wenn wir heute hier 75 Jahre CDU Nordrhein-Westfalen feiern. Es hat lange gedauert mit dem Vertrauen. Erst 1986, also über 40 Jahre nach der Gründung der Landesverbände Rheinland und Westfalen, wurde der fusionierte Landesverband Nordrhein-Westfalen gegründet. Bis dahin war es ein weiter Weg, aber er hat sich gelohnt. Und es haben viele dazu beigetragen, dass diese Partei vereint wurde. Wenn ich jetzt hier einige sehe, die auch schon im ersten Kabinett von Jürgen Rüttgers dabei waren. Die wissen, dass wir immer gewonnen haben und Menschen überzeugt haben, wenn wir geschlossen waren und zusammengehalten haben. Und dieser Weg wurde eröffnet auch mit dem Wahlsieg 2005. Und
lieber Armin Laschet, ich will das an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen, du hast diesen Weg fortgeführt. Und wenn ich, und ich brauche es jetzt nicht einzeln zu erwähnen, du hast ein Team geformt in dieser Landesregierung mit den unterschiedlichen Schwerpunkten, aber auch mit unterschiedlichen Personen, Rheinländern und Westfalen, unterschiedlichen Charakteren. Nicht diejenigen, die am besten zusammenpassen, weil sie die gleiche Sprache sprechen, sondern die am besten zusammenwirken in einer Landesregierung, weil sie das gesamte Land Nordrhein-Westfalen repräsentieren. Und deswegen kann ich heute als Generalsekretär der CDU Deutschlands und als Nordrhein-Westfale sagen, diese Partei ist nicht nur der größte Landesverband der Bundes-CDU, sondern er ist heute so geschlossen, wie er noch nie war. Und das ist das Verdienst vor allem des Landesvorsitzenden, des Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und das schafft man nicht alleine mit einer tollen Landesregierung, aber natürlich auch mit einer tollen Fraktion. Ich darf Bodo Lüttgen an dieser Stelle herzlich grüßen und ihm danken, der eine unglaublich herausragende Arbeit leistet, der die Fraktion zusammenhält, der dafür sorgt, dass die CDU als Fraktion mit einer Stimme spricht und trotzdem die Sorgen, die vorgetragen werden, die Wünsche aus den einzelnen Wahlkreisen entsprechend in der Fraktion auch diskutiert und werden und sich umsetzen in der Arbeit im Parlament. Lieber Bodo Lüttgen, danke für deinen Einsatz. Gemeinsam auch mit dem Chef der Staatskanzlei, Nathanael Leminski, der für den geräuschlosen Ablauf und die Arbeit der Landesregierung sicherlich an entscheidender Stelle verantwortlich ist, lieber Nathanael Leminski. Und meine Damen und Herren, wenn wir jetzt zurückblicken und in die Zukunft schauen und auf diese Kommunalwahl schauen, dann drücke ich nicht nur Christian Hart die Daumen für den Wahlkampf hier in Bochum, sondern allen, die Wahlkämpfen in Nordrhein-Westfalen, in den Städten und in den Landkreisen, um für die CDU zu werben. Lieber Christian, ihr macht einen tollen Wahlkampf hier. Und wir haben gestern einen guten Termin zusammen auch gemacht mit dem Bundesgesundheitsminister. Wir werden jetzt noch einige weitere Termine machen und ich freue mich jetzt auf die verbleibenden Tage bis zum Kommunalwahltermin. Wenn wir heute auf diesem Geburtstag hier zusammenkommen in einer etwas besonderen Atmosphäre, es ist spannend, es ist neu, es ist auch anders, weil wir so weit leider auseinandersitzen müssen aus guten Gründen, dann können wir optimistisch in die Zukunft schauen, aber auch stolz auf das, was diejenigen, die vor uns in der CDU geschafft haben, die vor uns Verantwortung getragen haben. Und ich erwähne das an der einen oder anderen Stelle und will das hier auch tun. Armin Laschet hat es angedeutet über die Situation, als Männer und Frauen die CDU gegründet haben vor 75 Jahren. Was ging in denen vor? Menschen kehrten heim, andere waren heimatlos. Man hatte noch Inschriften auf den Häusern, auch im Ruhrgebiet, hinterlassen mit Kreide, um für diejenigen, die dann es doch vielleicht nach Hause schaffen, eine Nachricht zu hinterlassen. Mit Bollerwagen war man unterwegs. Man wusste nicht, wie man über den nächsten Tag, geschweige denn über den nächsten Monat kommt. Und ich habe viel gelernt von Otto Wulff, dem Bundesvorsitzenden der Seniorenunion, weil wir aus der gleichen Stadt kommen. Und auf den Reisen, die wir zusammen gemacht haben, als ich Vorsitzender der Jungen Union war und Otto Wulff Vorsitzender der Seniorenunion, habe ich ihn häufig gefragt, was er für Erinnerungen hat an frühere Tage. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch erzählen, wie es damals in unserer Heimatstadt zuging. Otto Wulffs Vater war auch, der ein oder andere weiß es ja auch, in einem Gefängnis der Gestapo in Hagen-Haspe. Und er kam zurück in diesen kleinen Ort bei Iserlohn, Hennen. Die Menschen schauten aus dem Fenster. Sie fragten ihn nicht, woher er kommt, weil entweder wusste man es, aber wenn man es nicht wusste, sah man es ihm an. Und der Vater von Otto Wulff gründete dann nach dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt wieder in dieses Dorf Hennen mit anderen zusammen am Küchentisch eurer Mutter, mit Landwirten, mit Heimgekehrten, mit Bauern, zusammen die CDU. Und ich frage mich heute, wenn ich zurückblicke, was für einen Mut müssen dein Vater und seine Freunde gehabt haben, genau in diesen Tagen, nach allem, was sie erlebt haben, mitzuwirken, eine neue Partei zu gründen
und zu sagen, Schluss aus mit der Ideologie, Schluss aus mit den konfessionellen Gräben zwischen Katholiken und Protestanten, damals absolut revolutionär. Und eine neue Heimat wieder aufzubauen, wo viele nicht nur orientierungslos waren, sondern voller Pessimismus und Ängste, wie die Zukunft aussieht. Und meine Eltern sind 1988 aus Polen gekommen, über das Aufnahmelager in Unnamassen, in diesen Ort Iserlohn, als Aussiedler. In diesen Ort, wo Otto Wulffs Vater die CDU gegründet hat. Und ich bin dann Mitglied geworden mit 16 Jahren dieser Partei, dieses Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Und ich erinnere mich, für mich war das nicht so etwas Besonderes, aber ich erinnere mich an die konstituierende Sitzung des Deutschen Bundestages 2017, als ich ins Parlament gewählt wurde, auf der Landesliste dieser CDU Nordrhein-Westfalen. Und mein Vater war eingeladen mit einer Gästekarte der Bundestagsfraktion im Reichstagsgebäude. Für ihn war es wahrscheinlich noch etwas Besonderes als für mich. Denn sein Vater wiederum, mein Großvater, war polnischer Soldat im Zweiten Weltkrieg gegen den Nationalsozialismus. Und alle erinnern sich, wer schon mal das Reichstagsgebäude besucht hat, an die Inschriften, vor allem russischer und auch polnischer Soldaten, die damals dort gekämpft haben. Und mein Vater erzählte mir, dass er an seinen Vater wiederum gedacht hat, der als polnischer Soldat in diesen letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges gekämpft hat. Und heute sein Sohn wiederum, die aus Polen nach Deutschland eingereist sind, als frei gewählter Abgeordneter eines liberalen, eines demokratischen und eines anerkannten Deutschlands in das Parlament gewählt wurde. Und das sage ich deswegen, weil es tief verbunden ist mit der Geschichte dieser CDU Nordrhein-Westfalen, ohne der ich diese Möglichkeit nicht gehabt hätte, wenn nicht die Mütter und Väter unserer Partei diesen Landesverband gegründet haben und immer wieder daran appelliert hätten, dass wir zusammenhalten müssen. Und wenn meine Kinder mich mal fragen, was ist nicht nur das Wichtigste in der Politik, sondern was zeichnet den Landesverband der CDU Nordrhein-Westfalen aus und CDU-Politik überhaupt? Dann werde ich Ihnen sagen, dass man eine Lehre aus der Geschichte ziehen kann und sie auch für die Zukunft tragen kann. Dass die CDU anders als viele andere nicht das Trennende in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung gestellt hat, sondern immer, so schwer es war, bei den vielen Auseinandersetzungen, immer das Verbindende und so Nordrhein-Westfalen und Deutschland gestaltet hat. Von dem Aufbau Deutschlands, dem Wirtschaftswunder, der Wiederbewaffnung schwerer politischer Entscheidungen, auch hoch umstritten, des NATO-Doppelbeschlusses, der deutschen Einheit, der europäischen Einigung, der Einführung des Euros und auch der Aufnahme von vielen Menschen, die in Not vor Krieg und vor anderem Elend in der Welt bei uns Schutz gesucht haben. All das bei schweren politischen Diskussionen zeichnet uns aus. Nicht das Trennende, das Verbindende. Und das soll uns bleiben. Und damit haben wir eine gute Zukunft. Und wenn wir dann noch zusammenhalten, dann freue ich mich auf die nächsten 75 Jahre. Gottes Segen der CDU Nordrhein-Westfalen. Glück auf. Dankeschön.